Der befindet sich in der FPÖ-Zentrale und da geht es heute natürlich wieder rund. Man hat sich wieder einen Tag ausgesucht, um an Probleme in Österreich zu erinnern. Und heute geht es bei der Pressekonferenz vor allen Dingen um eines, nämlich einmal mehr um die Migration. David, was kommt konkret auf uns zu? Eine Pressekonferenz unter dem Titel Asylchaos jetzt beenden wird in wenigen Minuten bei der FPÖ abgehalten. Verfassungssprecherin Susanne Fürst und auch der Sicherheitssprecher Amesbauer werden dazu Stellung beziehen. Und es ist so etwas wie ein Fernmatch zwischen FPÖ und ÖVP zu diesem Thema. Man darf nicht vergessen, es gibt bei beiden Lagern oder insgesamt rund eine 500.000 Menschen, die noch unentschlossen ist, ob sie Nehammer oder Kickl bzw. ÖVP oder FPÖ die Stimme gibt. Und das Thema Asyl, das spielt den Parteien dabei natürlich in die Karten und man versucht hier wechselseitig natürlich darzustellen, warum man Asylpolitik besser kann. Wie sieht es aus? Wie sind die Fakten? Wie sind die Zahlen? Im August, so hat das Innenministerium veröffentlicht, gab es ein Ansuchen von 1.704 Personen. Das ist ein deutlicher Rückgang zum Vorjahr, nämlich um 74%. Da waren es über 7.000 und auch in den letzten Monaten ist ein deutlicher Rückgang bemerkbar zu machen. Insgesamt hat es ja 16.949 Anträge gegeben in der ersten Jahreshälfte. Das ist ein Rückgang von 53%. Jetzt sagt die FPÖ wiederum, na Moment, unter Herbert Kickl, da war das alles deutlich niedriger, denn diese Zahlen sind zwar niedriger als jene der Vorjahre, aber vor 2020, vor allem 2018 und 2019, als Kickl Innenminister war, da sind diese Zahlen der Asylansuchen deutlich geringer gewesen. Und Amesbauer hat zuletzt sogar gemeint, eigentlich sollte es gar keine Anträge geben. 16.000 wären hier viel zu viel. Es gibt aber auch andere Themen, die heute wohl auf der Agenda stehen. Da gibt es ein weiteres Duell. Luisa, das ist ein Landesrat in Niederösterreich, gegen Gerhard Kanner, den Innenminister, hinsichtlich der Bezahlkarte. Da soll ja eine bundesweite Lösung kommen. Luisa wiederum hat gesagt, naja, es sind viel zu viele Regelungen unklar. Man werde hier nicht die Katze im Sack kaufen, hat seinerseits wiederum 14 Fragen an das Innenministerium formuliert und wird auch damit argumentiert, dass man eine eigene Bezahlkarte seit 1. Juni auch hat und dementsprechend will man sich das Ganze hier einmal anschauen. Von der FPÖ selbst, da gibt es ja zum Thema Asyl und Migration sehr viele Vorschläge, die man haben möchte. Ein Asylnotgesetz oder auch, wie Kickl sagte, dass Asylwerbende medizinisch nur in der Elementarversorgung betreut werden soll. Er ist auch dafür, dass Gemeindewohnungen, geförderte Wohnungen nur an österreichische Staatsbürger vergeben werden soll und Asyl soll nur auf 3 Jahre ausgesprochen werden. Ich nehme an, Susanne Fürst wird heute erklären, warum dies rechtlich möglich sei, weil es gibt ja sehr viele Rechtsmeinungen, welche dieser Vorschläge tatsächlich rechtlich umsetzbar sind, auch europarechtlich, welche nicht. Auf jeden Fall eine spannende Pressekonferenz und das Fernmatch zwischen FPÖ und ÖVP, das wird heute ab 9.30 Uhr fortgesetzt. Erzählen. Dankeschön. Bitte ums Wort. Vielen Dank. Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer aktuellen Pressekonferenz. Ja, Bundeskanzler Nehammer hat uns ja gerade unseren Finanzminister Magnus Brunner als künftigen EU-Kommissar für die Asyl- und Migrationspolitik auf Brüsseler Ebene vorgestellt. Wir freuen uns sehr, dass diese zentrale Kompetenz und dieses Top-Thema jetzt sozusagen in die österreichische Kompetenz fällt. Bundeskanzler Nehammer betonte nun, dass Brunner federführend bei der Sicherstellung eines effizienten und wirksamen Außengrenzschutzes tätig sein wird. Er verspricht uns Entlastung der von der Migration besonders betroffenen Länder, wozu ja bekanntermaßen Österreich seit vielen Jahren dazugehört. Und es gebe jetzt eine Zusammenarbeit und mehr Miteinander. Und ergänzend, bitte betrachten wir, was uns Herr Nehammer jetzt im Wahlkampf über seine künftige strenge Asyl- und Migrationspolitik erzählt, wenn er dann nach der Wahl Kanzler werden soll. Er tut sich eine Diskussion, bezieht er sich ja jetzt immer auch auf seinen eigenen Österreich-Plan und erzählt uns folgende zentrale Punkte. Voller Außengrenzschutz muss hergestellt werden an den EU-Außengrenzen, Einrichtung von Asylzentren in Drittstaaten, Abschiebungen in Herkunftsländer, insbesondere nach Afghanistan und Syrien, Rückkehrzentren in Österreich, auch Ausreisezentren genannt, und keine Entwicklungshilfe mehr für Länder, die nicht kooperieren bei den Rücknahmen.
Und sollte die Migrationspolitik auf EU-Ebene nicht funktionieren, gäbe es jetzt mehr, auch aufgrund des Asylpaktes, mehr Handlungsspielräume für Mitgliedstaaten, da sie eine Notfallsklausel aktivieren können für Ausnahmesituationen, nämlich bei einem ungeregelten Zustrom von Migranten. Und das finden wir sehr erfreulich, dass das hier auch von Bundeskanzler Nehammer so angekündigt wird. Das sind ja alles langjährige Forderungen der Freiheitlichen Partei, das heißt die ÖVP und auch der künftige unser EU-Kommissar für Migrationsfragen, Magnus Brunner, wird da unsere volle Unterstützung erhalten und unseren Rückhalt. Allerdings muss man sagen, zwei Widersprüche, zwei große Aber gibt es einmal schon, die bisher nicht aufgeklärt wurden. Bundeskanzler Nehammer sollte einmal seinen Wählern jetzt noch vor der Wahl erklären, mit wem er diese künftige strenge Asyl- und Migrationspolitik umsetzen will. Er schließt ja eine Koalition mit der Kickl-FPÖ aus, die aber genau für das steht. Mit der SPÖ, Grünen, Neos kann er das alles niemals umsetzen. Das ist das eine. Und das Zweite ist die Frage, er sagt ja auch, dass der EU-Asyl- und Migrationspakt ein erster Schritt in die richtige Richtung sei. Und hier geht es um eine strengere Asyl-Migrationspolitik. Und da darf ich Ihnen jetzt kurz ausführen, dass das mitnichten so ist, sondern das genaue Gegenteil davon. Das heißt, Bundeskanzler Nehammer verlässt sich offensichtlich darauf, dass das niemand liest oder nicht versteht. Oder ich weiß es nicht, was da die Absicht dahinter ist. Der Asyl- und Migrationspakt, der im Mai heurigen Jahres endgültig abgesegnet wurde im Rat, ist mitnichten geeignet, die illegale Migration zu stoppen oder auch nur dem entgegenzuwirken. Im Gegenteil ist offensichtlich die Absicht dahinter, dass das nicht gemacht wird, sondern es wird lediglich die illegale Einwanderung zu einer legalen, regulären erklärt. Wir haben hier schöne Floskeln drinnen, das sind sozusagen die Beruhigungspillen für die EU-Bevölkerung und auch für die österreichische Bevölkerung als Mitgliedstaat der EU. Ja, ja, es ist schon die Rede im Asyl- und Migrationspakt von vollem Außengrenzschutz, von Schnellverfahren an den Außengrenzen, damit die Leute gar nicht mehr in die EU kommen. Aber wie sieht es wirklich aus? Die Neuankömmlinge sollen an der Außengrenze in zwei Kategorien geteilt werden. Kommen sie aus Ländern, die als sichere Länder eingestuft werden, wo sie also kaum Chancen haben, Asyl zu erhalten, sollen sie gleich an der EU-Außengrenze auf den Ausgang des Verfahrens warten und dann gleich rückgeführt werden. Das eine hört sich einmal gut an. Das zweite ist, wer aber gute Chancen hat, wer sozusagen aus nicht sicheren Ländern kommt, soll schnell vor der Grenze weg in die EU kommen und hier verteilt werden auf die aufnehmenden Staaten. Und diese zweite Kategorie, nämlich dass die Leute verteilt werden, dass sie hereingelassen werden, dass sie aus nicht sicheren Ländern kommen, das macht aber den Hauptteil der Asylwerber aus. Denn von diesen Schnellverfahren nicht betroffen sind die Länder, aus denen jetzt die meisten Asylwerber kommen. Es sind nicht Afghanen, Syrer, Somalier und so weiter. Viele, viele Länder, wo so viele Asylwerber kommen, fallen nicht, so wie es derzeit geplant ist, unter dieses Schnellverfahren, sondern sie kommen wie bisher herein, kommen in die EU-Länder, werden verteilt und die Asylindustrie boomt weiter. Das versteckt sich also hinter diesem vollen Außengrenzschutz mit Schnellverfahren. Dann haben wir noch ein schönes Wort, dann haben wir diesen Solidaritätsmechanismus. Wer jetzt glaubt, dass da die Mitgliedstaaten der EU solidarisch sind, in der Absicht, die illegale Einwanderung mit all den Problemen, die es für die EU-Mitgliedstaaten bringt, jetzt gemeinsam wirklich anzugehen und vernünftig zu regeln, völlig daneben, völlig daneben. Es geht um eine angeblich gerechtes System der Aufteilung der Verantwortlichkeit der Mitgliedstaaten. Es geht aber im Grunde um eine zwangsweise Verteilung auf alle Länder. Es sollen jetzt die Mitgliedstaaten, die bisher die Menschen, die Asylwerber nie eingeladen haben, die keine Migration wollen, die auch nie Anreize setzten, sollen jetzt gezwungen werden, auch einen Anteil zu übernehmen.
Es ist einmal die Rede von Mindestanzahl von 30.000, die hier jeder zu übernehmen hätte. Und es gibt dann auch die Möglichkeit, sich hier sozusagen freizukaufen und in einen EU-Solidaritätspool einzuzahlen. Nur ganz nebenbei heißt es ja auch immer, dass jetzt auch die Pflichten der Asylwerber geregelt werden. Finden tut man jedoch nur Rechte der Asylwerber. Es ist da ausführlichst die Rede im Asylpakt von dem Recht. Die Asylwerber, die in die EU kommen, werden umfassend informiert über ihre Rechte. Sie haben ein Recht auf persönliche Anhörung, sie haben ein Recht auf Dolmetschleistungen, sie haben das Recht auf unentgeltliche Rechtsauskunft, Beratung und Vertretung während des ganzen Verfahrens, stärkere Berücksichtigung auch von schutzbedürftigen Personen, minderjährigen Flüchtlingen, wo wir wissen, wie viele Probleme es gibt. Kein Wort von irgendeiner Beschränkung des Familiennachzugs, kein Wort, was Bundeskanzler Nehammer auch immer verspricht, von irgendeiner Kürzung oder Streichung von Entwicklungshilfegeldern, wenn die Herkunftsstaaten nicht kooperieren bei der Rücknahme illegaler Einwanderer. Kein Wort über die Schließung der Mittelmeerroute, also einmal Schließung dieses Schlepperverkehrs in die EU herein. Das heißt, das sind jetzt einmal so die wesentlichen Punkte dieses Paktes. Wie, wenn die EU aus den vergangenen Jahren und überhaupt seit 2015 nichts gelernt hat oder wahrscheinlich eher nichts lernen will. Es ist ein Bürokratiemonster, das hier geschaffen wurde. Wie das funktionieren soll, weiß keiner. Wir wissen ja auch, dass die meisten Asylwerber hier ohne Papiere kommen. Man kann dann auch gar nicht klären, aus welchen Ländern sie stammen. Es ist also alles wie bisher. Es wird weiterhin diese massenhafte Einwanderung geben. Neu ist nur, dass es die Zwangsverteilung gibt. Und neu ist es, dass halt die Mitgliedstaaten, die keine Aufnahme wollen von weiteren Asylwerbern, dazu eigentlich erpresst werden und genötigt werden. Und es wird, was vor allen Dingen für alle Mitgliedstaaten gilt, eigentlich die nationale Kompetenz des Asylwesens jetzt verlagert auf EU-Ebene, die sie aber nicht löst. Und natürlich sehe ich auch hier ein unglaubliches Streit- und Konfliktpotenzial zwischen den EU-Staaten, die hier alle gegeneinander aufgebracht werden, anstatt dass man hier eben auf Kooperation setzt und dass man hier sagt, nein, man muss wirklich diese illegale Einwanderung einmal regulieren, abstellen. Wir müssen einmal schauen, dass wir zurechtkommen mit den Leuten und dass wir hier zusammenhalten der EU-Mitgliedstaaten. Es wird das Gegenteil gemacht, es wird der Streit geschürt. Aber zurück zu Österreich. Wir verlassen uns ganz hier auf die forschen Ansagen und auf die Wahlkampfversprechen von Bundeskanzler Nehammer. Voller Außengrenzschutz, Abschiebung in die Herkunftsländer, insbesondere nach Afghanistan und Syrien, verspricht er uns, Rückkehrzentren in Österreich. Und wenn das nicht funktioniert, auch auf EU-Ebene nicht, dann verspricht er uns die Ausnutzung des nationalen Spielraums und die Aktivierung der Notfallsklausel. Und ich nehme an, auch der neue Kommissar Magnus Brunner nimmt die Aussagen von seinem Parteikollegen Bundeskanzler Nehammer ernst. Und sie gehen das jetzt gemeinsam an. Der erste Akt sozusagen vom neuen Kommissar für Migrationsfragen auf EU-Ebene wird gleich einmal den Asyl- und Migrationspakt in Frage stellen, weil ja der das konterkariert, was sein Bundeskanzler hier in Österreich vertritt und von sich gibt. Der EU-Asyl-Migrationspakt muss nicht nur hinterfragt werden, sondern muss gekübelt werden. Es ist auch der vollkommen falsche Name für diesen Vertrag, den aber übrigens Österreich, diese Regierung, zugestimmt hat. Es ist eigentlich ein Willkommens- und Verteilungspakt. Ich nehme an, dass sich der Neokommissar Brunner hier auch gleich anhalten wird und aufspringen wird auf die Initiative der niederländischen Regierung. Er wird aufspringen auf die neue Einwanderungspolitik von Schweden und Dänemark, denen ja, glaube ich, niemand nachsagen kann, dass sie irgendein Defizit haben bei humanitären Standard. Er wird sich mit allen diesen Ländern zusammentun. Auch hier, nachdem es auf EU-Ebene nicht funktioniert, beziehungsweise der Wille nicht da ist, dieses brennende Problem zu lösen. Er wird sich hier stark machen, das wieder in die nationale Ebene zurückzuholen für Österreich, solange die EU dazu nicht in der Lage und willens ist. Und noch einmal, Zitat aus dem ÖVP-Wahlprogramm, wir und nicht die Schlepper sollen entscheiden, wer kommt und wen wir brauchen.
Und solange das in Europa nicht möglich ist, nutzen wir alle nationalen Instrumente, um unsere Interessen zu wahren. Wir sind dabei, wir unterstützen hier das alles und haben hier volles Vertrauen, dass das ernst gemeint ist. Das entspricht ja auch genau dem sprachlichen Bild der Festung Österreich. Lassen Sie uns diese gemeinsam bauen und damit gebe ich weiter an meinen Kollegen Amesbauer. Dankeschön. Ja, danke, liebe Susanne. Schönen guten Morgen auch von meiner Seite, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir treten heute vor die Presse mit dem Thema Asyl und Migration, weil 4 Tage vor der Nationalratswahl das bestimmende Thema ist. Und es ist das bestimmende Thema, auch wenn in den letzten Tagen zahlreiche Versuche gemacht wurden, um das umzudeuten, dass sich scheinbar die Themenlage verschoben hat. Das ist mitnichten so. Also wir sind ja tagtäglich unterwegs in ganz Österreich, in meinem Fall in der ganzen Steiermark. Und neben den wichtigen Themen, die es gibt, wie eben Teuerung, die Wirtschaftsflaute, die Extreme, die wir in Österreich haben und die damit verbundene Sorge auch um den Arbeitsmarkt, die Pflegemisere, die Baustellen im Gesundheitswesen und so weiter und so fort, ist das Asylthema das Thema Nummer 1, das die Bevölkerung bewegt und auf das wir auch angesprochen werden. Und das hat natürlich auch Gründe. Wir treten nämlich auch vor die Presse heute, weil aktuelle Informationen zur Ausländerkriminalität in Österreich innenpolitischen Sprengstoff bergen, nämlich offizielle Zahlen, Horrorzahlen aus dem Innenministerium und dem Justizministerium, die unsere schlimmsten Befürchtungen bestätigen und verdeutlichen, wovor die Freiheitliche Partei unter Herbert Kickl seit Jahren zu Recht warnt. Meine Damen und Herren, in den letzten 5 Jahren Schwarz-Grün sind schwere Verbrechen durch Nicht-Österreicher und Asylanten geradezu explodiert. Österreich ist mittlerweile in vielen Bereichen dieses Landes nicht mehr sicher, zeigt auch, dass wir seit Oktober des Vorjahres durchgehend die zweithöchste Terrorwarnstufe, nämlich die Warnstufe 4 von 5 in Österreich haben. Eine Angelegenheit, die ausschließlich auf die Zuwanderung zurückzuführen ist, nämlich auf die muslimische Massenzuwanderung und die damit verbundene Islamisierung. Und wenn man sich die Zahlen, was es die Sicherheit betrifft, ansieht, dann sieht man auch, dass die Zahlen nicht lügen. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen trocken und statistisch, aber ich habe da einiges an Zahlenmaterial mit, das ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Seit 2019 gibt es insgesamt 614.374, also deutlich mehr als eine halbe Million Anzeigen gegen Ausländer in Österreich. Alleine 2023 über 150.000. Also die Kurve steigt im Verlauf der letzten Jahre stark an. Von dieser mehr als einer halben Million Anzeigen waren 53.564 Anzeigen gegen Asylwerber. Sie kennen ja auch unsere Position dazu, dass bei jeder Form einer Straftat und nicht nur bei schweren Straftaten auch das Asylverfahren und der Asylstatus zu erlöschen hat und die Herrschaften wieder in ihre Heimatländer zurückgebracht werden. Also das heißt, wenn man sich das durchrechnet, in den letzten 5 Jahren gab es im Durchschnitt 340 Anzeigen gegen Ausländer täglich. 340 Anzeigen gegen Ausländer täglich in Österreich in den letzten 5 Jahren im Durchschnitt. Und wenn wir uns die Anzahl der Tatverdächtigen, also als Unterscheidung, nicht Straftäter, sondern einmal Tatverdächtige, weil das ist in der Kriminalstatistik auch so differenziert, nach den Delikten ansieht, ja, seit dem Jahr 2019. Und wenn wir uns anschauen, zum Beispiel Diebstahl, schwerer Diebstahl, 130.793 Ausländer. Im Schnitt wiederum 72 Ausländer begehen pro Tag Diebstahl in Österreich. Bei der Körperverletzung schaut es so aus, über 67.000 Fälle, das heißt 37 Ausländer im Schnitt verüben täglich Körperverletzungen. Suchtmittelvergehen haben wir knapp 60.000 Fälle, Sachbeschädigungen über 31.000 Fälle, gefährliche Drohungen über 29.000 Fälle, schwere Körperverletzung 7.510 Fälle, Raufhandel 7.159 Fälle. Die Straftaten zeigen ein ähnlich erschreckendes Bild. Schwere Körperverletzungen durch Nicht-Österreicher seit 2019 6.069 Fälle.
schwere Körperverletzungen durch Asylwerber seit 2019 854 Fälle, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und was da noch dazu kommt, ist zum Beispiel auch Morde durch Nicht-Österreicher seit 2019 121 und Morde durch Asylwerber, diejenigen, die bei uns angeblich Schutz und Hilfe suchen, seit 2019 29. Vergewaltigungen, sehr dramatisch, seit 2019 durch Nicht-Österreicher 1729. Pro Jahr werden in Österreich also 300 Frauen von Migranten vergewaltigt. Und ich habe da noch eine ganze Liste an weiteren Zahlen. Ich will Ihnen das jetzt im Detail ersparen. Es wird nicht besser. Das war quasi die Spitze des Eisbergs, das ich hier auch verlesen habe. Aber wenn wir zusammenfassen: Messerstechereien, Bandenkriege, Islamismus, Terrorgefahr. Die FPÖ also mit einem aktuellen Thema und seit dem Asylchaos in Europa, insbesondere in der EU, aber auch in Österreich. Und sie will dieses Chaos jetzt beenden.